Wer mit mehreren unterschiedlichen Kameras arbeitet, der kennt das Problem. Die verschiedenen Aufnahmen müssen synchronisiert werden. Und wenn man dann auch noch externe Aufnahmequellen hat, die auch noch mit dazu müssen, dann muss man sich überlegen, wie geht das am schnellsten und effizientesten. Servus draußen an den Geräten, Wolfgang Kreuzig hier mit einem neuen Video und heute mit einem praktischen Tipp, der tatsächlich auf Wunsch von Ihnen, von einigen meiner Zuschauer kommt. Ich bin als Fachjournalist viel auf Messen und Pressekonferenzen unterwegs und nehme dort meine Aufnahmen meistens alleine auf, also auch Videoaufnahmen. Ich habe dann oft so ein Setup, Smartphone mit einem Gimbal, dann habe ich eventuell noch ein Funkmikrofon-Set, klemme mir und dem Ansprechpartner das irgendwo hin. Manchmal nehme ich das separat auf und oft genug habe ich tatsächlich eine zweite Kamera für einen zweiten Blickwinkel, damit so ein bisschen Abwechslung drin ist. Und am Ende geht es darum, das Ganze zusammenzuführen. Die Frage ist, wie geht das am effizientesten? Heute gibt es da sogar softwarebasierte Hilfe. Viele Schnittprogramme bieten die Möglichkeiten an, das automatisch zu synchronisieren. Erzähle ich nachher gleich ein bisschen was dazu. Also mein Schnittprogramm, das ich nutze, DaVinci Resolve, kann das. Ich denke, Premiere Pro, Final Cut und ähnliche müssten das auch können. Aber die ein bisschen preiswerteren Programme können das zum Teil nicht. Das heißt, man braucht da Tricks. Und der klassische Trick, den man vielleicht von früher, von Filmen her noch kennt, ist die Klappe. Die hat man ja damals tatsächlich benutzt. Ihr kennt ja alle die Hollywood-Klappe. Um sowohl ein optisches, da bewegt sich was, als auch ein akustisches Signal, das Klappen, gleichzeitig zu haben. Und dann kann man später im Videoschnitt sowohl nach Optik, wie weit die Klappe gerade zugeht, als auch nach dem Ausschlag des Klappenschlages im Ton verschiedene Aufnahmen übereinander legen. Und genau das macht man heute im Grunde auch noch. Ein Klassiker, den Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, ist die Sache mit dem Klatschen. Wenn Sie ein Programm haben, das nicht automatisch synchronisiert, dann können Sie schlicht und ergreifend zu Beginn der Aufnahme, wenn mehrere Kameras da sind, einmal klatschen. Und dieses Klatschen macht einen sehr, sehr hohen Spike sozusagen, also einen Ausschlag in der Tonkurve, weil die Amplitude extrem hoch ist an der Stelle. Das Klatschen ist deutlich lauter als die restlichen Sounds. Das sticht hervor und es ist auch wirklich so ein einzelner Peak. Und dann kann man die nachher übereinander schieben. Das klappt schon mal in der Regel ganz gut. Und wenn man das Klatschen so macht, dass es auch in beiden Kameras zu sehen ist und dann einmal macht, dann hat man da schon einen ganz guten Anhaltspunkt, um später zu synchronisieren. Jetzt kommt das Problem, das ist bei mir relativ regelmäßig aufgekommen. Was macht man, wenn man keine Hand frei hat? Wenn ich nämlich tatsächlich hier mit einer Kamera unterwegs bin, um zu filmen, haben Interviewpartner mir gegenüber, da klatscht sich schlecht. Also tatsächlich, das funktioniert nicht gut. Ich habe dann auch oft genug meine Gesprächspartner gebeten, mal kurz zu klatschen. Das ist aber tatsächlich eine schwierige Sache. Die sind oft nervös, wenn sie gerade interviewt werden. Dann denken die, was macht der, warum soll ich da klatschen? Schauen mich irritiert an und machen dann tatsächlich so ein bisschen so und wundern sich, warum ich da Applaus haben will oder sowas. Das war so ein bisschen doof. Also habe ich eine Lösung gesucht, wie ich es allein hinkriege. Und gelandet bin ich bei diesem wunderbaren kleinen Teil, ein Hundeklicker. Im Grunde ist es nichts anderes als ein Knallfrosch. Sie kennen diese von früher, diese Spielsachen, wo so eine Metalllasche dran ist und man klickt einmal und dann macht es laut Knack. Das hatte ich, als ich klein war. Mittlerweile gibt es die offenkundig zur Hundedressur. Also ich habe selber keinen Hund, aber dieses Klicken wird offenkundig benutzt, um Hunde zu dressieren. Gibt es bei Amazon oder egal wo zu kaufen. Und die machen jetzt einen schönen lauten Doppelklick. Das ist also wirklich deutlich zu hören und macht dann auch wieder im Soundfile in der Nachbearbeitung zwei schöne Spitzen, die super erkennbar sind. Und das kann man mit einer Hand benutzen. Also auch wenn ich dann hier das Smartphone in einer Hand habe, hole ich aus der Tasche das zweite Ding kurz raus, einen Augenblick ganz kurz, halte das in die beiden Kameras, sodass man vielleicht auch sieht, optisch noch zusätzlich und dann einmal Klick-Klack und schon habe ich einen tollen Spike für die Aufnahme. Das nutze ich sogar, wenn ich die Automatik, die Software-Automatik benutze, die ich gleich herzeigen werde, weil manchmal ist es so, dass meine Zweitkamera ein bisschen weiter weg steht und bei irgendeiner lauten Maschine oder auf der Messe irgendwo im Trubel steht und wenn die dann zu weit weg ist, die Zweitkamera, dann passen die Geräuschpegel von den beiden Kameras nicht mehr so gut zusammen und die Software erkennt dann nicht mehr ganz genau, wie sie die Wellenformen übereinander legen soll. Und dann ist es auch wieder ganz gut, wenn man selbst, wenn man die Automatik gerne nutzen möchte, man diese kurzen Spikes mal hat, weil dann kann man immer noch optisch die Dinger übereinander schieben. Das funktioniert ganz herausragend. Ja,
eine Sache möchte ich noch erwähnen, warum auch in Zeiten von automatischer Clip-Anpassung ein optisches Signal noch ganz gut ist. Da bin ich schon ein paar Mal darauf reingefallen. Wenn man beispielsweise am Handy ein Screen-Recording macht, weil man was zeigen möchte, wie die Kamera, was weiß ich, die App irgendwas macht, dann nimmt oft genug die Kamera keinen Ton auf. Und wenn man dann anfängt zu erzählen und filmt sich, dann ist es unglaublich schwer, das wieder zu synchronisieren, weil da einfach gar kein Ton ist, der als Anhaltspunkt gelten kann. Das heißt, gerade bei Screen-Recordings, bei Aufnahmen, die selber keinen Ton haben, gilt vielleicht auch für andere Kameras, wenn sie irgendeinen haben, die keinen Ton aufnehmen kann, da ist irgendein optischer Wisch einfach hilfreich. Also einmal wirklich vor der Kamera irgendwie auffällig winken, sodass man das dann später optisch übereinander legen kann. Ist trotz allem immer noch wichtig. Wenn man dann in der Schnittsoftware ist, ist es im Grunde ganz einfach. Man zieht sein Pfeil dort dann rein, dann wird die Audiospur ein bisschen größer gezogen. Da müssen Sie schauen, wie es bei Ihrer Schnittsoftware so funktioniert. Und dann sehen Sie da die Wellenformen und dann suchen Sie bei beiden nach den Spikes, nach diesen hohen Tonausschlägen und schieben die einfach optisch übereinander. Wenn Sie ein Programm haben, das die Möglichkeit der Autoanpassung hat, dann ist es natürlich noch einfacher. Bei DaVinci Resolve geht man einfach auf Auto-Align Clips based on Waveform und in dem Moment, zack, schieben die sich dann passend übereinander und das funktioniert wirklich super schnell und super zuverlässig. Also wenn die zweite Aufnahme nicht einen ganz fürchterlich versauten Ton hat, dann ist das eigentlich wirklich ein No-Brainer und funktioniert immer super schnell. Ja, das war es auch schon mit dem Quick-Tipp. Kurz gefasst ist wirklich das Wichtigste, dass man klar erkennbare Audio Waveformen hat, Wellenformen hat, die man übereinander schieben kann. Da hilft das Klatschen, da hilft das Klicken und alles andere ist dann im Programm nur noch optisches Übereinanderschieben. Ich hoffe, der Tipp hat Ihnen ein wenig geholfen. Ansonsten schauen Sie sich gerne auf meinem Kanal um. Wenn Sie es gut fanden, freue ich mich über ein Like. Ansonsten nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.